Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Zeitgeist. Mein heutiger Gast ist Herr Prof. Dr. Gerd Ganteföhr. Sie hatten ein Buch geschrieben, Plan B für das Klima, erschienen im Westend Verlag letzte Woche. Und es geht darum, dass Sie ein bisschen Hoffnung schöpfen, wie man den Klimawandel nicht leugnen, sondern wie man ihn angeht und behebt. Und man hat gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Ich begrüße Sie und frage, wie kamen Sie dazu, das Buch zu schreiben? Ja, erstmal schönen guten Tag, Herr Esser. Ja, freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Wie kam ich dazu, um das Buch zu schreiben? Ja, also ich bin ja Seiteneinsteiger in dieser Klimawissenschaft. Ich habe 25 Jahre als Professor eben Physik gemacht und eigentlich Nanowissenschaften betrieben als Forscher. Also im Bereich der Nanowissenschaften ist jetzt nicht Klima. Aber ich habe diese große Vorlesung Energie und Klima einfach im Masterprogramm der Physik angeboten. Weil wir müssen ja nicht nur Forschung machen, sondern auch Lehre. Und da hatte ich Spaß dran, mich da einzuarbeiten und den Studis das anzubieten, weil wir an der Uni Konstanz eben keine eigene Klimaforschung haben. Ja, also habe ich dann eben Klima und Energie angeboten. Ich kenne mich also ziemlich gut aus mit Solarzellen oder auch mit Kernkraftwerken und mit Windmühlen und eben auch mit der Wolkenbildung, mit dem Treibhauseffekt und mit den Eiszeiten der Vergangenheit. Ja. Und dann fiel mir auf, dass es also so eine gewisse, sagen wir mal, eine Verfälschung eigentlich gibt dieser Klimawissenschaften. Die werden von, so habe ich mich jetzt so eingearbeitet, ja, die werden instrumentalisiert für politische Zwecke. Und das ist so eine Verbiegung eigentlich, ja, weil eigentlich ist die Physik ja was Neutrales. Sie will den Menschen nicht Angst machen, sondern Naturwissenschaft ist ja genau eben im Gegensatz zum Mittelalter, wo man die Menschen eben mit dem Glauben an die Hölle, ne, war auch so ein Temperaturproblem, ne, ist eine Überhitzung, dass man den Menschen, die hat man so religiös eingeschüchtert. Und dann habe ich festgestellt, dass auch das, was über die Medien und die Politik von der eigentlichen Klimawissenschaft zur Bevölkerung transportiert wird, dass er so verbogen wird, dass wir eigentlich wieder bei so einer religiösen Angstmacherei gelandet sind. Und dagegen wende ich mich. Ich versuche für Vernunft und gegen die Angst da einzutreten. Und ich habe da eine Analyse gemacht, dass wir also einen Ansatzpunkt haben. Das Buch ist eigentlich ein Physikbuch im Wesentlichen, Physik, Chemie und Biologie, dass wir über die großen natürlichen Senken, also steht da auch drauf, hier mit den Kräften der Natur den Klimawandel bewältigen, dass wir eine Chance haben, auch wenn jetzt Präsident Trump da oder der spätere Präsident Trump gewählt worden ist, dass wir trotzdem eine Chance haben, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Und der Ansatz ist Naturwissenschaft gegen die Angst. Ja, und was wäre Plan A? Es steht ja hier ganz groß auf dem Buch Plan B. Das B ist riesengroß. Was wäre Plan A gewesen? Was wäre Plan A gewesen? Das ist eben diese, von Frau Merkel ist das, glaube ich, geprägt, der Begriff der Dekarbonisierung. Dass wir also von diesen großen fossilen Energieträgern, von denen die Menschheit auch heute noch zu 80% lebt, das ist Kohle, Erdgas und Erdöl, dass wir da also möglichst rasch aussteigen und das gegen erneuerbare Energiequellen ersetzen. Und in Deutschland kommt noch verschärfend hinzu, dass man eben aus der Kernenergie auch noch aussteigen will, sodass man also aus den 4 großen Gigawatt Energiequellen, die wir haben, ne, weil wir brauchen jetzt nicht über Gezeitenkraftwerke oder Geothermie zu reden, weil das sind Megawatt. Ne, Megawatt hört sich auch viel an, eine Million, Millionen, ne, aber mit einer Million können Sie auch im Staatshaushalt nicht viel anfangen, Sie brauchen Milliarden. Ne, und Giga ist ja Milliarde, wir brauchen also Gigawatt. Und Gigawatt sind eben nur 4 klassische Energien, die 3 fossilen und die Kernenergie. Und die können wir ersetzen gegen genau 4 Gigawatt Erneuerbare. Und das ist eben Sonne, Wind, Biomasse und die Wasserkraft. Und Biomasse und Wasserkraft können wir nicht ausbauen. Nicht signifikant, jedenfalls nicht in Deutschland. Also ist es der Umstieg von den 4 Großen, das Plan A, ne? 4 Große, die wir also alle in die Mülltonne schmeißen oder jedenfalls aussteigen wollen, gegen genau 2 Erneuerbare. Und das erzeugt einen Zwang des extremen Energiesparens. Also nicht nur, weil sie fluktuierend sind, sondern weil es auch sehr schwierig ist, die in einer so riesigen Art und Weise auszubauen. Und da hat die Ulrike Herrmann, glaube ich, war das, sie hat dieses Buch geschrieben, Das Ende des Kapitalismus. Und das ist auch tatsächlich folgerichtig. Ich habe das Buch sehr genau analysiert. Und sie hat logisch bewiesen, dass wenn wir wirklich in Deutschland nur, oder auch in der Schweiz oder Österreich, weil es deutschsprachig ist deswegen,
wenn wir nur von Sonne und Wind leben wollen, ja, dass das Ende nicht nur des Kapitalismus ist, sondern der Industriegesellschaft und des Wohlstands und wir eigentlich in so eine Art Kriegswirtschaft, wie sie damals im Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde unter Churchill in Großbritannien, dass wir das einführen müssen. Weil damals wurde alles gebraucht, um eben eine Rüstung aufzubauen gegen Deutschland, gegen Hitler, der da also die ganze Welt erobern wollte. Und für die Menschen zum Leben blieb nur ganz wenig übrig. Und das ist dann also eine sozialistische Planwirtschaft mit Lebensmittelscheinen zum Beispiel. Das ist jetzt nicht von mir, ja. Es hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an oder es ist auch übertrieben. Aber es ist der logische Outcome von Plan A. Es ist eine extreme Spargesellschaft, in der die Menschen sehr viele Freiheiten verlieren, vielleicht viel mehr, als wir uns heute vorstellen können, wenn wir diesen Plan A durchziehen. Und das hat keinen Vorbildcharakter, sondern das wird nur Deutschland machen. Ja, und die Problematik mit dem Thema Ulrike Hammann ist, glaube ich, folgende. Ich bin ja auch jemand, der im Wohnungsbau aktiv war. Inzwischen, ich muss gestehen, ich habe vor 3 Wochen ein 6-Familienhaus verkauft, da haben wir uns kurz vor der Sendung unterhalten. Das hat so einen dialektischen Prozess. Also wenn Frau Herrmann sagt, und ihr wird ja auch gefolgt, die Grünen jetzt nicht unbedingt, einige politische Parteien finden das toll, und ich kriege da als Investor sozusagen Fluchtreflexe. Und gerade deswegen, aber sie will das ja ganz ausschließen, gerade deswegen, weil man sagt, ihr werdet kein Geld mehr verdienen, ihr werdet schrumpfen, ist für mich als Investor klar, ich habe keine Rendite mehr. Ja, klar. So, dann verlasse ich natürlich das Land, möglicherweise, wenn das so durchgezogen würde. Und dann könnte man die Transformation, die viel Geld kostet, gar nicht finanzieren. Das ist das eine. Ja, natürlich nicht. Aber sie denkt ja auch gar nicht daran, dass die sie spricht ja von Schrumpfen, indem man sagt, Industrien weitgehend abschaffen, Wohnungsbau abschaffen, Zuteilung von Wohnungen, jeder hat 45 Quadratmeter, ja. Züge dürfen nur noch 100 km/h fahren, Intercity Express ist Blödsinn, Intercity ist auch Blödsinn. Das steht aber nicht in dem Buch. Nee, oder? Sie spricht aber in Talkshows davon. Ach so. Flugzeuge sowieso nicht mehr geeignet. Nee, Flugzeuge ist vorbei. Das ist ja ein Leben, das ist erstens nicht wirklich schön. Zweitens spricht sie immer vom Basisjahr 1978, damit nicht geboren worden. Da war die Lebenserwartung, glaube ich, 5-6 Jahre kürzer. Ist auch nicht schön. Ja. Da werden, glaube ich, viele Leute, die es können, das Land verlassen wollen dann. Ja. So ein bisschen wie in dem Film The Village von Shyamalan. Da gibt es ja auch so einen Ort, wo man meint, das ist 18. und 19. Jahrhundert. Und in Wirklichkeit leben die in der heutigen Zeit, aber sie haben sich absentiert. Und die jungen Leute wissen gar nicht, dass sie im 20. und 21. Jahrhundert leben und meinen, sie wären im 17. Jahrhundert. Ja, das funktioniert eben nur mit Menschen, die nicht wissen, dass es noch ein anderes Leben gibt. Ne? Also man wird eigentlich zurückgehauen in eine Zeit, die man als längst vergangen bezeichnen würde oder gehalten hat. Und wenn man weiß, dass es in Asien diese großen glänzenden Megacities gibt, wo das Leben, also in der Megacity wie Shanghai oder in wie heißen die anderen, da Singapur zum Beispiel, das ist natürlich ein hochtechnisiertes, super Leben. Jeden Abend ist was los und man hat interessante Jobs. Ja. Währenddessen, Frau Herrmann, glaube ich, meinte, dass wir alle wieder auf dem Feld arbeiten müssen. Weil, ich weiß nicht. Ja, es sollte viel mehr Arbeitsplätze in der Agrar. Also ich stelle mich schon vor, dass der Professor... War das nicht auch diese Kulturrevolution in China, wo die Professoren wieder aufs Feld gehen mussten und umgraben oder sowas? Naja, aber jedenfalls, das ist ein Leben, was überhaupt nicht attraktiv ist. Eine Sache, die vielleicht die Menschen, die so an dieses umweltfreundliche Öko-Dasein so glauben, ist, was sie da unterschätzen, ist, dass wir Menschen ja dann uns irgendwann mal langweilen werden. Ja? Also ich stelle mir vor, wenn man nur noch versucht, CO2 zu sparen oder Energie zu sparen, dann kommt man in einen Zustand, in dem man sich nur noch sehr wenig bewegt. Hatten wir ja, dass die Züge ganz langsam fahren, Autos und Flugzeuge gibt es sowieso nicht mehr. Und ich habe dann immer den Vergleich mit einer Topfpflanze. Ne? Eine Topfpflanze lebt ja auch nur von Solarenergie, steht da so rum, ne? Und sie wird natürlich von außen mit Wasser versorgt oder sowas. Ne? Aber eine Topfpflanze hat kein Gehirn, weil sie brauchen kein Gehirn, wenn sie einfach bloß existieren und verzweifelt versuchen, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und dann haben sie auch keine Visionen mehr. Aber dann braucht man kein Gehirn, das kann ruhig verkümmern oder sowas. Wir Menschen sind doch was anderes als Leute, die einfach bloß in einer Steady-State-Gesellschaft, in der nichts mehr passiert, da gibt es keine Entwicklung mehr. Das ist ja also Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass sich nichts weiterentwickelt. Es gibt kaum noch oder gar keine Veränderung mehr. Und ich glaube nicht, dass die Menschen das mitmachen. Also vielleicht ein paar, aber das ist nicht unsere Natur. Ich erinnere mich auch, wenn ich auf die Geschichte schaue, dass man
Rom, da konnte man halten, was man wollte, von irgendwie bewundert hat. Und die Zeit, nachdem Rom untergegangen ist, das frühe Mittelalter, das düstere Mittelalter, ich weiß nicht, ob es wirklich so düster war, aber es ging eine Zeit lang wirklich sehr viel langsamer voran. Und dann irgendwann kam die Renaissance und dann freute man sich doch. Da freute man sich. Und wenn Sie jetzt sagen, die Trostlosigkeit, ich will Sie nicht dauernd mit Filmen jetzt zuschütten. Es gibt auch von Christopher Nolan den Film Interstellar. Da gibt es auch so ein Szenario. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja, den kenne ich. Habe ich gerade gestern nochmal. Wo die da in diesem Wasser, auf diesem Wasserplaneten, da ist eine Stunde sind 7 Jahre oder sowas. Da wird nämlich auch der intelligente Hauptdarsteller gezwungen, mit seiner intelligenten Tochter unter seinen Möglichkeiten als Bauer zu arbeiten. Der Sohn macht das ja wohl gerne. Mhm. Bauer ist ja auch nichts Schlimmes. Ja. Ich glaube, Timothée Chalamet ist, glaube ich, so der Sohn in der Rolle. Ist ein ganz inzwischen bekannter Schauspieler. Aber der Film hat insofern ja ein Happy End, dass sich die Technik durchsetzt. Ja. Ob das physikalisch sinnvoll ist, kann ich nicht beurteilen. Aber Frau und Vater können sich entfalten und retten sozusagen die Menschheit mit Wissenschaft und Technik und eben nicht mit Bauerdasein. Ja, ganz genau. Und vegetieren. Ja, aber es geht nicht nur darum, was geht, um zu retten, ja, sondern es geht auch darum, was eigentlich unseren Lebensinhalt ausmacht. Wir sind nicht dazu geboren worden, um möglichst wenig zu verbrauchen, denn dann hätten wir ja gar nicht geboren werden sollen. Ja? Denn dann ist ja der Planet am besten dran, wenn es uns gar nicht gäbe. Ne? Dann würden wir auch keine Energie verbrauchen. Nein, ich denke, dass man übrigens, es gibt ein vergessenes Naturgesetz oder übersehenes, darüber habe ich auch 2 Videos gemacht. Es gibt möglicherweise entgegen dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik, der ja sagt, dass alles so dem Tod, dem Wärmetod entgegenstrebt, gibt es möglicherweise, es ist ein ziemlich dickes Papier in Nature, glaube ich, oder so, ein Naturgesetz, was eine anwachsende Komplexität auch in der unbelebten Natur kontrolliert. Das ist ein Naturgesetz. Ja. Und das heißt eigentlich, wenn man das auf den menschlichen Bereich überträgt, dass eine Nation, die sich nicht weiterentwickelt, also im menschlichen Bereich jetzt und auch unser Gehirn, dass die verschwinden wird. Weil es im ganzen Universum, auch in der unbelebten Natur, gibt es diese Aufwärtstendenz. Da gibt es natürlich Dellen, ja, dann gibt es mal einen Rückschlag oder sowas, ja. Aber es gibt diese Aufwärtstendenz. Und wenn sich ein Land entschließt, also diesen Aufwärtstrend, das muss man jetzt nicht unbedingt in Pro-Kopf-BIP oder so umrechnen, sondern es geht um eine kulturell, wirtschaftliche und auch wissenschaftliche Weiterentwicklung, wenn sich ein Land entschließt, ich mache das nicht mehr mit, ich gehe jetzt in so eine Kriegswirtschaft à la Churchill, ja, also wo alles nur noch, also Kreislaufwirtschaft, alles ist immer dasselbe, ja, das widerspricht diesem Naturgesetz. Und das bedeutet, wenn man gegen Naturgesetze verstößt, dass die Natur das korrigieren wird. Und das wird dadurch korrigiert, dass natürlich viele andere Nationen das nicht mitmachen. Die werden sich weiterentwickeln, die werden vielleicht Raumfahrt entwickeln, die werden die Fusion entwickeln. Und Deutschland, so wie es im Augenblick ausschaut, und das passiert ja auch gerade, schert daraus aus und bleibt bei Windmühlen und Solarzellen stehen. Und das ist nur die Energie, aber Energie ist ganz wichtig, auch für die ganze belebte Natur, weshalb haben Bäume Blätter, weil sie Energie brauchen, ja. Und wenn man da nicht an der Weiterentwicklung mitmacht, übrigens auch im Konkurrenzkampf, ich glaube, dann hat die Kultur keinen Bestand. Sie wird, der Aufstieg und Fall von Nationen, das wird dann eine Nation sein, die es in 100 Jahren nicht mehr gibt. Das, was Sie beschreiben, ich will Sie nicht schon noch mit einem dritten Film nerven, aber ich weiß nicht, ob Sie Fitzcarraldo kennen von Werner Herzog. Da ist praktisch der wilde Urwald und dann gibt es Klaus Kinski, der hat die Vision, dass er in den Urwald Caruso bringt. Der sein Opernhaus bauen will und dann fährt er mit irgendeinem Schiff, ganz verrückter Unternehmer, der ist durch den Orinoco oder ich weiß es nicht, sucht da Verbindungen und legt dann eine Platte auf, wo Caruso gespielt wird. Und da dachte ich mir, das verkörpert ja genau das, was Sie beschreiben, diese Entropie, dass alles chaotischer wird und sich immer durcheinander bleibt, ist der Urwald. Und auf der anderen Seite dieses hochkonzentrierte, komplexe Zuwachs an Komplexität, den hält eben der Fitzcarraldo Kinski dagegen, indem er Caruso auflegt als Platte. Nur so als Idee. Ja, aber das ist genau passiert. Ich meine, die Kulturen, die in so einer Steinzeit hängen geblieben sind, und dann war diese europäische Kultur, Kolonialismus ist natürlich was ganz Schlechtes, würde ich sofort sagen. Aber es zeigt eben, was passiert, wenn eine Kultur wie die Inkas oder die Mayas einfach stehen bleibt oder die nordamerikanischen Indianerstämme in der Steinzeit. Dann kommt einfach eine andere Kultur, die sich weiterentwickelt hat und die hatten eben diese Metallrüstung und vielleicht auch schon, weiß ich nicht, ob die schon Schießpulver und sowas hatten, also schon Gewehre, und sind dann den Leuten mit Pfeil und Bogen hoffnungslos überlegen. Ja.
Und dann wird diese Kultur, die stehen geblieben ist, einfach aussortiert. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.